Unkontrolliert Stuhlgang zu haben oder Urin zu lassen vor fremden Menschen bei der Geburt ist sicherlich eine der größten Ängste vor einer Geburt. Bevor es losgeht, muss ich noch ganz kurz auf die Bremse drücken und in eigener Sache etwas sagen. Ihr habt es euch gewünscht, wir haben es möglich gemacht. Es gibt jetzt die Möglichkeit, auf diesem Kanal ein Mitglied zu werden, eine sogenannte Kanalmitgliedschaft. Bedeutet für mich persönlich, ihr unterstützt meine, vor allen Dingen unsere Arbeit. Hinter mir steckt ja noch ein Team, was sich tagtäglich aufopfert. Und ihr bekommt für diese Mitgliedschaft exklusive Inhalte. Zum Beispiel werden meine Online-Workshops und Online-Seminare, die es ja sehr exklusiv gibt, nur auf der Website, hier veröffentlicht bei dem größten Mitgliedschaftspaket. Und ich sehe euch natürlich auch an, ob ihr Mitglied seid. Das heißt, wenn Fragen in den Kommentaren kommen, gucke ich da natürlich genau hin. Oho, Mitglied hat gefragt und kann natürlich auch viel expliziter auf euch eingehen. Vorab bekommt ihr je nach Mitgliedschaft vorab Zugriff auf neue Videos, Merchandise-Angebote und noch und nöcher. Also, ihr macht uns natürlich einen wahnsinnigen Gefallen, indem ihr uns unterstützt und wir oder ich versuche euch noch einen Gefallen zu tun, indem ihr exklusive Rechte bekommt mit der Kanalmitgliedschaft. Also dürft ihr jetzt ab sofort Kanalmitglied werden. Und jetzt habe ich euch genug auf die Folter gespannt. Los geht's mit diesem Video. Dass das normal ist, hört man immer wieder. Und das ist die Geburtshelfer eher freut auch. Aber woran liegt das? Schaut man sich das Ganze jetzt in einem nicht schwangeren Zustand an, dann sehen wir hier das Rote, das ist die Gebärmutter. Unmittelbar unter der Gebärmutter, da liegt der Darm, der Enddarm vor allen Dingen. Und über der Gebärmutter, das Kleine hier, das ist die Harnblase. Schaut man sich das Ganze jetzt in einem schwangeren Zustand an, dann sieht man, dass das kindliche Köpfchen unmittelbar auf dem Enddarm quasi zum Liegen kommt und unter der Harnblase. Schiebt man sich imaginär das Köpfchen jetzt nach vorne, wird ja zwangsläufig der Enddarm ausgedrückt oder auch die Harnblase zusammengedrückt. Und wir Geburtshelfer, wir freuen uns quasi, wenn Stuhlgang kommt, denn wir wissen ganz genau, das kindliche Köpfchen hat den Weg unter das knöcherne Schambein im Volksmund oder auch Symphyse geschafft. Es kommt also um diese wichtige Struktur drumherum und jetzt steht der Geburt nichts mehr im Wege. Dass das für uns Geburtshelfer jetzt ein tolles Zeichen ist, ist ja die eine Sache und mit dem Hintergrundwissen jetzt ist ja die andere Sache. Nichtsdestotrotz bleibt es natürlich für viele ein unangenehmes Erlebnis. Und dennoch solltest du dich von dem Gefühl freimachen, was zusammenzuziehen oder unterdrücken zu wollen. Denn wenn du das Gefühl hast, du musst mal aufs Klo, kann es auch sein, dass es einfach das Köpfchen ist, was den Enddarm eben zusammendrückt, ohne dass vielleicht Kot oder Stuhl im Enddarm ist. Du hast also trotzdem das Gefühl, du müsstest mal, aber es kommt gar nichts. Hier loszulassen und sich dem hinzugeben, ist ein wichtiger Schritt, denn nur so kannst du den Beckenboden insoweit entspannen, dass das kindliche Köpfchen um die Kurve kommt. Wie kann man dem Ganzen vielleicht vorbeugen oder was kann ich machen als Frau, damit es mir doch nicht so unangenehm ist, damit ich nicht in diese Bredouille komme? Viele kennen ja den Einlauf, früher gängiges Mittel vor der Geburt oder unmittelbar, wenn man an seinen Geburtsort gekommen ist, hat man direkt einen Einlauf bekommen. Heutzutage wird das seltener praktiziert, außer aber man hat Verstopfung, außer aber die Mutter wünscht es. Mini-Einläufe, die wirklich nur den Enddarm entleeren, ist eine Möglichkeit, dem Ganzen vorzubeugen. Das müsste vom Timing aber auch sehr optimal laufen, denn der Stuhl rutscht ja immer wieder nach. Wenn du also 5-6 Stunden vor deiner Geburt das letzte Mal so einen Enddarm entleert hast, kann es natürlich sein, dass trotzdem sich wieder etwas Stuhl im Enddarm befindet. Tatsächlich ist es auch so, dass der Körper meistens vor der Geburt eh den Darm entleert haben möchte. Das heißt, du musst eh aufs Klo, bevor es losgeht, um Platz zu schaffen. Es ist eh ratsam, vor der Geburt, sofern es denn möglich ist, nochmal auf Toilette zu gehen, um auch die Blase zu entleeren. Man gewinnt nicht nur ein paar Zentimeter Platz für das Kind, sondern kommt eben auch nicht in die Bredouille, dass man sich voll uriniert. Wichtiger Punkt noch, es sind keine Unmengen an Stuhl, die dort hinauskommen. Es ist nur der Teil des Enddarms. Es wird nicht der ganze Darm entleert, sondern wirklich nur ganz kleine Mengen. Und das Positive ist, die Partner, Partnerinnen stehen ja meistens am Kopfende, unterstützen euch, sodass die überhaupt nichts davon mitbekommen. Denn die Hebammen und Geburtshelfer sind natürlich auch Profi genug, um den Stuhl, der da vielleicht kommt, das bisschen wegzunehmen, wegzuwischen und in eine Mülltonne zu werfen mit Deckel und allem drum und dran. Das heißt, du musst auch keine Angst haben, dass es irgendwie nach Stuhl riecht oder dass das gesehen wird vom Partner, Partnerin am Kopfende.
zusammenfassen. Stuhlgang bei Geburt, Urinlassen bei Geburt ist per se etwas Normales. Es ist für uns Geburtshelfer eher ein gutes Zeichen. Und ich habe es auch schon gesagt, natürlich ist es irgendwie ein unangenehmes Gefühl, eine Vorstellung, die niemand so richtig haben möchte. Aber wenn es so ist und wenn du bemerkst, jetzt könnte was passieren, dann versuch wirklich da loszulassen und auf gut Deutsch drauf zu Ich wünsche euch jetzt ein schönes Abführen und schaut unbedingt auch mal bei meinen Social-Media-Kanälen bei Instagram, TikTok, Facebook vorbei. Und ich freue mich natürlich über jeden Kommentar und jedes Abo. Bis zum nächsten Mal.